In der Psychologie hat dieser Teddybär alle Merkmale, die uns emotional gut fühlen lassen. Er ist süß, er hat große Kulleraugen, hat einen großen, runden Kopf und er fühlt sich auch gut an. Macht mich schon ein bisschen glücklich. Wir schicken unsere Reporterin in kuscheliger Mission in die Fußgängerzone in Speyer. Wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie noch Kuscheltiere zu Hause? Muss ich zugeben, ja. Sie gehört zur Familie. Man zeigt das vielleicht nicht so, dass so das Kind im Erwachsenen eigentlich noch da ist. Ich glaube, das trauen sich viele nicht. Den habe ich von meiner Schwägerin gekriegt, die Mama damals gestorben ist. Und dann hat sie mir dann geschenkt einen schönen Brief dazu. Professor Dr. Markus Kiefer forscht zu diesem Thema und weiß, warum Kuscheltiere auch im Erwachsenenalter hoch im Kurs sind. Kuscheln ist ein essentielles Bedürfnis des Menschen. Das ist biologisch sehr stark verankert. Das tut uns emotional gut und führt dazu, dass, wenn wir emotional aufgewühlt sind, runterfahren können. Eine sichere Bindung sei wichtig für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Im Laufe des Lebens könnten aber auch Unsicherheiten in unseren Beziehungen entstehen. Und das natürlich auch im Erwachsenenalter. Man muss eben dazu sagen, dass man eben unterscheiden muss, hat dieses Kuscheltier eine besonders emotionale Bedeutung für diese Menschen oder ist das jetzt einfach so ein Erinnerungsstück an vergangene Kinderzeiten oder an Jahrmarktsbesuche. In der Regel ist es einfach sehr stark tabuisiert, weil eben Kuscheltiere mit Kindheit verknüpft sind, so dass natürlich Erwachsene dann das Gefühl haben, so in eine tiefere Entwicklungsstufe abgerutscht zu sein und eben dann von anderen belächelt zu werden. Ich habe immer noch einen Teddybär zu Hause, wo immer noch mein Bettchen rumliegt. Ich lieg immer so drauf auf ihm und so. Ob als Einschlafhilfe, Kuschelersatz oder Andenken an eine schöne, unbeschwerte Zeit. Auch im Alltag will manch Erwachsener sein Kuscheltier nicht mehr missen. Ich mag Kuscheltiere einfach. Ja, es ist immer angenehm, finde ich, so ein kleines Kuscheltier. Fühlt man sich irgendwie geborgener. Wenn man halt traurig ist, ist es ja nicht dramatisch, wenn man da eben auch mal Trost sucht und die quasi als Stellvertreterfunktion nehmen. Das ist eben auch nichts, was behandlungsbedürftig ist. Es gibt also keinen Grund, sich als Erwachsener für sein Kuscheltier zu schämen.